Halt! Was? Es muss ja nicht sein, dass der Kasten von morgens bis in die Nacht läuft. Ich will doch nur die Nachrichten sehen. Ja, weißt du nicht, wie gefährlich das ist? Nachrichten? Das Fernsehen überhaupt. Wenn das Ding ständig in Betrieb ist, dann laufen die Sachen eben heiß. Die Kompression in der Röhre erhöht sich. Und dann, ohne dass man vorher was sieht, hört oder riecht, wumm, zack, rums, das ganze Ding explodiert. Die Sachen fliegen dir um die Ohren, die Decke stürzt ein, die Wände brechen zusammen. Oh. Wer hat dir denn den Blödsinn erzählt? Elsa. Blödsinn, das sind amtliche Untersuchungen. Außerdem vergiss nicht die Strahlen, die sind auf die Dauer. Was sind für Strahlen? Strahlen, was heißt was für Strahlen? Die sind eben gefährlich. Da kann man Krebs von kriegen, aber was weiß ich alles. Das sind amerikanische Untersuchungen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Gammastrahlen sind das. Ja, natürlich, Gammastrahlen heißen die Biester. Ja, aber die erzeugen keinen Krebs. Nein? Nein, die machen nur impotent. Impotent? Ja klar, das geht auf Rückenmark. Wieso? Ich sitze doch nicht mit dem Arsch zum Fernseher, da kommen die doch gar nicht ran. Ja, durch die Zirbeldrüse. Und dann gehen sie langsam durchs Rückenmark ins Gehirn. Die Gammastrahlen ins Gehirn? Davon werde ich doch nicht... Wenn du denkst, du kannst mich hier auf die Schippe nehmen, oder? Ich hatte mit den Strahlen angefangen. Und Strahlen kommen noch raus, aber nicht solche, wie du sagst. Zu Beginn des Programms vom deutschen Fernsehen. In Amerika wollten sie wegen diesen Strahlen lediglich in der sogar mal das Fernsehen verbieten. Ja, wie und hier nicht? Der parlamentarische Staatssekretär. Bei den Sozis, die denken doch nicht dran. Die sind doch froh, wenn wir alle impotent wären. Paragraph 218, die Gammastrahlen, da haben die bald das ganze deutsche Volk mit ausgerottet und können endlich die Slaven kommen lassen. Außerdem brauchen sie die Dinger doch zur Volksverdummung. Oder meinst du, die würden auch nur eine Wahl gewinnen ohne das Fernsehen? Weil die Leute da immer den Barzel sehen. Du, das mit der Hitze stimmt auch. Voriges Jahr bei der Olympiade sind hunderte von Familien obdachlos geworden, bloß vom zu langen Fernsehen. Muss man sich ja direkt wundern, dass dieses Haus noch steht. Ja, da haben wir eben Glück gehabt. Und was war vorgestern? Da war der Kasten auch vom frühen Nachmittag bis zum späten Abend an, oder? Ja, da war Samstag, da war Sport. Und bei Sport explodiert das Ding nicht? Richtig gefährlich ist nur im Sommer, wenn es auch draußen richtig heiß ist. Jetzt haben wir Januar. Also. Halt dich zurück! Aber du hast doch eben selbst gesagt, es ist Januar. Aber in warmer. Vor dem Wetterbericht mache ich wieder aus. Nur die Nachrichten. Der bleibt aus. Außerdem ist heute sowieso nichts passiert. Überhaupt nichts. Ja, woher willst du das wissen? Sonst würde es ja wohl hier drin stehen. Erstens die von heute Morgen und zweitens steht da sowieso nichts Wichtiges drin. Soll nichts im Fernsehen? Mach doch mal an, Michel. Kannst du dich hören? Was? Dein Mann will nicht. Es lohnt sich nicht, weil nichts passiert ist. Wenn er den ganzen Tag geschuftet hat, will man wenigstens in seinen eigenen vier Wänden ein bisschen Ruhe haben. Ausgerechnet heute. Kannst du leise machen, wenn es dich stört. Du, wenn was Wichtiges passiert wäre, würde es ja wohl hier drin stehen. Also was geschehen ist, weiß ich also jedenfalls, wenn ich in Ruhe zu Ende lesen kann. Ja? Als ob in dem Blatt schon mal was Wichtiges drin gestanden hätte, was auch gleichzeitig stimmt. Ist doch alles Quatsch hier, deiner Meinung nach. Das Horoskop soll gut sein, habe ich gehört. Das Horoskop ist auch gut. Aber bevor man so ein Urteil fällt, sollte man wissen, worüber man redet. Jedenfalls noch nie gesehen, dass du Zeitung liest. Zeitung schon, aber nicht sowas. Na, sowas hast du auch nur, ohne auch nur eine Zeile gelesen zu haben. Das brauche ich nicht, die brauche ich nur anzusehen. Mach mal weiter so. Jetzt reißt mir aber die Geduld.
lassen. Das sind vielleicht Blödköpfe, diese Kuhlmann. Wählen FDP und hauen nachts Nägel in die Wände. Kaputt. Wusstest du beispielsweise, dass Frauen bei Vollmond fruchtbarer sind? Das hast du nicht gewusst. Und das erfährst du auch nicht aus der Tagesschau. Aber hier steht das gleich auf der ersten Seite. Das haben amerikanische Ärzte an einem wissenschaftlichen Institut untersucht. Das ist also richtig fundiert. Was noch wichtiger ist, bei Vollmond werden 5-mal so viele Menschen ermordet wie normalerweise. Dazu sagst du vielleicht auch so lange Quatsch, bis du selbst an die Reihe kommst. Ja, das musst du ja nur auch zugeben, dass man als Frau nicht mehr alleine durch den Park gehen kann. Noch nicht mehr durch die Straßen. Ja, du schon. Jedenfalls bei Vollmond. Ja. Aber von solchen Überfällen wird ja in deiner Tagesschau auch nichts berichtet. Erst recht nicht in deinen Anarchistenblättchen. Aber hier steht das jedenfalls auf der ersten Seite. Und wenn das nicht passieren würde, würde es auch nicht drinstehen. Nur die politischen Geheimnisse, die stehen hier auch nicht drin. Die stehen eben nirgendwo drin. Hier fährt eben keiner. Da passen die drauf auf. Wer passt auf was auf? Genau wie ich sage, was wirklich wichtig ist in Bonn, das bleibt da geheim. Ausgerechnet in Bonn. Das erzähl mal dem Bundeskanzler, der weiß das noch gar nicht. Ja, besser als du. Aber dass du auf diese Tricks reinfällst, überrascht mich gar nicht. Was denn für Tricks? Das muss man doch merken, wenn man seine 5 Sinne noch beisammen hat, das, was dahinter steckt. Also mit meinen 5 Sinnen wäre ich an deiner Stelle vorsichtig. Was soll denn dahinter stecken? Ich will dir das erklären trotzdem, weil du mir leid tust. Also pass auf. Die tun so, als wäre da was ganz Geheimes verraten worden. Mach ein großes Hallo. Sperren ein paar Journalisten hinter Schloss und Riegel. Lassen ein paar Abgeordnete hochgehen, die sie sowieso nicht mehr leiden können. Beraterverträge und so. Und dabei wissen sie ganz genau, wo die Sachen herkommen. Ah ja? Klar. Wie geht man vor, wenn man ein Verbrechen entdeckt? Da fragt man sich, wie heißt das noch? Cui bono? Nein, das meine ich nicht. Irgendwas mit, wem ist das von Nutzen? Nicht? Und wem ist das nun hier von Nutzen? CDU natürlich. Quatsch. Wem denn? Denk doch mal nach, was bezwecken die damit? Wer? Die Sozis, die sind ja gerissen. Das darf man nicht vergessen, gerissen sind die. Vorneweg dieser Bar, dieser Geheim-Egon. Was hat der denn damit zu tun? Was, na alles. Der hat doch seine krumme Nase überall drin. Aber, und wer das noch nicht gewusst hat, hat er spätestens in der letzten Woche da im Bundestag erfahren. Da hat er sich ja fast verraten. Wenn ich in letzter Sekunde dieser Ozelot da eingegriffen hätte, den die sich da jetzt als Präsidentin halten. Wieso hätte er sich verraten? Naja, da hat er ja offen zugegeben, dass er mit Honecker unter einer Decke steckt und dass die immer dann was auskunkeln. Aber hier, unseren Leuten, da erzählt er denen nichts davon. Und dann hat er noch die Frechheit zu behaupten, das stünde so im Grundgesetz. Das muss ich mir mal vorstellen. Bisher ist doch noch alles rausgekommen, was geheim bleiben sollte. Es ist ja gerade rausgekommen. Von wem sind denn diese Dokumente dem Springer zugespielt worden? Mit dem Stempel extra geheim. Wenn der Bundeskanzler das nicht weiß, woher soll ich das wissen? Na, von Egon Bahr eben. Der denkt ja so, weil er dann besser das geheim halten kann, was wirklich geheim ist. Ich glaube ja selbst nicht, dass sie an die Tresore wirklich jemand ranlassen, wo die echten Geheimnisse drin sind. Wahrscheinlich werden doch immer zu viele eingeweiht, weil wir in einer Demokratie leben. Demokratie nennst du das, wo die Leute an der Nase rumgeführt werden? Mit mir nicht. Könnte dir mindestens
10 absolut supergeheime Sachen aufzählen, da würdest du mit den Ohren schlackern, wo da drauf steht, nach dem Lesen sofort verbrennen. Aber du kennst die. Ja, nicht alle, aber die meisten. Und woher? Ja, einiges habe ich durch Zufall erfahren, wie zum Beispiel die Sache mit Ulbricht. Mit wem? Mit Walter Ulbricht. Davon hast du auch noch nie was gehört. Wovon? Dass Walter Ulbricht ein Spion war. Spion von den Russen? Quatsch. Von uns und von den Amis. Gehlen und CIA. Ulbricht? Na klar. Allein hätten die es doch nie geschafft, die Amis. Und da haben sie eben mit Gehlen zusammenarbeiten müssen, wie ja sowieso die ganze Ostaufklärung über Gehlen gelaufen ist, bis die Sozis ihn kalt gestellt haben. Und die Gründe dafür liegen ja wohl auf der Hand. Ja, weil er ein alter Nazi war. Bei euch sind immer alle gleich Nazis, die mal was auf die Beine gestellt haben. So kann man das auch nicht machen, dass jeden gleich abstempelt. So ein Mann wie Gehlen kannst du dir jedenfalls suchen. Jedenfalls hätte so eine Sache wie mit dem Ulbricht ein anderer nie geschafft. Nicht mal der FBI-Huber. Aber du hast es gemerkt. Ja. Und du bist auch der Einzige, der gemerkt hat, dass Ulbricht ein Spion ist. War. Ein Spion war. Jetzt ist er kaltgestellt. Das beweist, dass auch die Leute in der Zone was spitz gekriegt haben. Nur zu spät. Du, hast du dir mal überlegt, wo Ulbricht herkommt? Aus Leipzig nämlich. Weißt du, wo mein Kollege Westermann herkommt? Auch aus Leipzig. Und sein Schwager hat schon damals mit Ulbricht in der gleichen Tischlerei gearbeitet und war mit ihm sogar in derselben Riege im Turnverein. Oder willst du bestreiten, dass Ulbricht ein Turner ist? Eben. Und Tischler auch. Und dann plötzlich, von heute auf morgen ging er nach Berlin. In den 20er Jahren. Überleg mal, warum. Warum? Ich will dir mal was verraten. Was keiner weiß. Seid ja so still. Redet ihr von Politik? Der Tischler nämlich, bei dem der Ulbricht in Leipzig gearbeitet hat, war verheiratet mit einer Cousine von einem Klassenkameraden, von einem Bruder von Gehlen. Klar? Verstehst du nun? Und damals haben sie ihn schon umgedreht, weil sie gemerkt haben, was man mit so einem Mann alles machen kann, und haben ihn in die KP eingeschleust. Aber gleichzeitig ist er von Gehlen in Berlin ausgebildet worden, richtig geschult worden. Und von da an lief das alles weiter nach Plan. Ob die nun schon damals damit gerechnet haben, dass der mal Parteichef wird, weiß ich nicht. Würde ich sagen, das haben sie nicht geahnt. Aber die Möglichkeit haben sie sicherlich einkalkuliert. War natürlich auch viel Glück dabei. Und die Säuberung? Hast du vergessen, wie viele deutsche Kommunisten damals in Sibirien umgebracht worden sind? Ulbricht, alles Ulbricht. Das ist ja wohl das Schärfste an Spinnerei, was ich seit langem gehört habe. Nur weil du nicht weißt, wie es hinter den Kulissen wirklich zugeht. Aber hast du keine Ahnung. Die Säuberung, das war die erste große Leistung von Walter Ulbricht. Sozusagen sein Gesellenstück. Du hast selbst gesagt, dass die Elite der deutschen Kommunisten damals auch über die Klinge springen musste. Und wer hat die wohl alle ans Messer geliefert? Ne? Doch nur der, der überlebt hat. Und das war wieder vor allem er, Ulbricht. Würde mich nicht wundern, wenn nicht auch Ulbricht der Mann war, der die Nazis überhaupt ans Ruder gebracht hat. Na, was meinst du, was passiert wäre, wenn anno 32 die Kommunisten mit den Sozis halbe gemacht hätten? Da hätten doch die Nazis kein Bein auf die Erde gekriegt. Aber der Ulbricht hat einfach falsche Berichte nach Moskau gefunkt und die haben dann so entschieden, wie Ulbricht wollte. Mir können sie nichts vormachen, wenn man so mal hinter die Kulissen guckt, da weiß man, was gespielt wird. Ja, ich geh mal gucken, was Rita macht. Rita wäscht sich die Haare. Du meinst wohl Spinne? Nicht direkt Spinnen. Aber zu behaupten, dass ein Mann, der über 20 Jahre lang Parteichef war, Regierungschef in der DDR, dass der nur für die Amis und für Gehlen gearbeitet hat. Was ist mit der Mauer? Das hast du wohl ganz vergessen. Im Gegenteil, die Mauer
war sein Meisterstück. Die Säuberung, Gesellenstück, die Mauer, Meisterstück. Das war das Größte. Ich möchte gerne mal wissen, wer dazu die Idee gehabt hat, ob nun die Amis oder Gehlen. Aber ich glaube, das war Gehlen. Gehlen hat die Mauer gebaut? Na klar. Das müsstest du mir mal ein bisschen genauer erklären. Martin! Ja, aber gern. Du. Du, weißt ja vermutlich, dass die Leute in der Zone nach dem Kriege auch ganz schön geschuftet haben. Die haben mit welchen Mitteln auch immer ganz schön rangeklotzt und da ganz schön was auf die Beine gestellt. Und hat mich gar nicht gewundert, denn irgendwo sind das eben auch Deutsche und die sind eben nicht unterzukriegen. Und jetzt kommt das, was man unter das Stichwort stellt, Wettkampf der Systeme. Hier bei uns hatte man die ersten Anstrengungen schon hinter sich, der Laden lief, die Leute ruhten sich schon ein bisschen aus. Die fuhren nach Italien zuerst, dann Mallorca und so weiter, kauften sich Autos, neue Häuser. Da wurde gefressen und gesoffen, was das Zeug hielt. Das geht natürlich ans Fundament, ist ja klar. Der Reichtum einer Nation kann sich das auf die Dauer nicht leisten. Zuerst haben die noch 50 Stunden in der Woche gearbeitet, dann immer weniger. Mehr Urlaub, weniger Arbeitsmoral. Ich habe das ja in meinem Betrieb mit angesehen. Na, kurz und gut, bei uns hier wurde das Volksvermögen verballert. Und bei denen drüben, heimlich, klamm und leise, ging es immer weiter aufwärts. Und man konnte sich schon in Bonn und Washington den Tag ausrechnen, wo die uns eingeholt hätten. Was tun? Was hättest du gemacht? Mich gefreut. Und du? Man hätte sicherlich vieles tun können, aber einer hatte dann eben die Idee. Die Mauer. Ja, allerdings. Damit die tüchtigen Arbeitskräfte nicht mehr zu uns kommen konnten. Das ist doch Blödsinn. Rübergekommen sind doch nur die, die auch nach Mallorca wollten. Also arbeiten konnten die auch drüben. Naja, man musste irgendwas erfinden, was denen auch an die Knochen ging. Irgendwas, was denen ihr Volkseinkommen wieder auf Null brachte. Man musste die, kurz gesagt, dazu bringen, ihr Geld da auszugeben, wo es eben nicht wieder in die Wirtschaft fließen konnte. Und da ist man eben auf die Mauer gekommen. Was meinst du? Kannst dir mal ausrechnen, wie viel die Mauer pro Meter gekostet hat? Wie viel Grund und Boden dabei draufgegangen sind? Die Instandhaltung, die Bewachung. Du, da kommen Summen raus, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Mit dem Geld hätte man aus der ganzen Zone eine Autobahn machen können. Hätte man auch gemacht, wenn man so viele Autos gehabt hätte. Na, wahrscheinlich haben die Russen dann den Ausschlag gegeben. Die Russen? Naja, bei denen hat der Ulbricht den wahren Grund nicht erwähnt. Und die haben gedacht, das ist ja nun wirklich ein 150-prozentiger. Der mauert seine eigenen Landsleute ein. Und von da an ist er immer dabei gewesen, wenn im Politbüro in Moskau was zu entscheiden war. Der ist dann alle geheimen Sachen rangekommen, wusste ich immer schon vorher, was die vorhatten. Rumänien, Jugoslawien, Ungarn, die Tschechoslowakei, alles konnte er melden. Angehen. Ja, und CIA. Und warum hat er sich dann zur Ruhe gesetzt? Ja, vermutlich hat der Brand den Russen einen Tipp gegeben und da haben die ihn endlich kalt gestellt. Ja, ja. Aber die hätten so einen Mann doch nicht nur kalt gestellt, so in allen Ehren in Pension geschickt. Die hätten ihm doch einen Prozess gemacht, dass es knallt. Da verstehst du nichts von Psychologie. Da hätte sich doch die ganze westliche Welt voll lachen. Du, wenn die Asiaten eins nicht vertragen können, dann ist es Weißen gegenüber das Gesicht zu verlieren, wie sie es nennen. Welche Asiaten denn? Na, die Asiaten eben. Die Russen? Das sind genauso Weiße wie wir, Arier. Ja, Weiße wie wir, da kann ich nur lachen. Vielleicht ein bisschen weiß, aber doch nicht wie wir. War Chinggis Khan vielleicht ein Weißer? Das war eine schlitzäugige mongolische Kanaille. Da lief erst neulich wieder ein Film mit ihm, der hieß die Goldene Horde. Hast du natürlich nicht gesehen, aber da konnte man das natürlich deutlich erkennen,
Und wenn du dir die Leute im Kreml heute mal genau ansiehst, wen auch immer, ob Kosygin, ob Brezhnev, ob Gromyko, alles Nachkommen von Genghis Khan. Na, hier, die Backenknochen, so, nicht? Dann die Augenpartie, hier. Wer war das? Wer hat den Apparat angemacht? Ich, warum? Ich habe ausdrücklich gesagt, der Apparat wird noch nicht angemacht. Vielleicht nachher zum Eishockey, von mir aus. Aber noch bestimme ich. Noch bin ich in meinen eigenen vier Wänden und da sage ich... Was ist denn nun los? Was habe ich hier geahnt? Das habe ich kommen sehen. Jetzt ist er am Arsch. Das ist vielleicht nur eine Bildstörung. Auf allen Kanälen gleichzeitig? Wo die sich noch nicht mal über die Gebühren einig werden können? Nicht vielleicht doch am Apparat. Na, so schlau bin ich auch. Ausgerechnet heute, wo nach Eishockey kommt. Heute hätten die Russen endlich mal was auf die Schnauze gekriegt. Der wird der Apparat kaputt gemacht. War wahrscheinlich Sabotage. Lass mal deine Füße sehen. Hä? Ja, das habe ich ja geahnt. Wie oft schon habe ich dir gesagt, dass du mit nassen Füßen nicht den Apparat bedienen sollst. Das weiß doch jedes Kind, dass Feuchtigkeit Strom überträgt. Ich habe keine nassen Füße. Ich habe ausdrücklich gesagt, der Apparat wird doch nicht eingeschaltet. Dann kommt meine eigene Tochter, mein eigen Fleisch und Blut und tut, was sie will. Ist was passiert? Der Fernseher geht nicht mehr. Ja, aber ausdrücklich gesagt, nachher wird noch nicht eingeschaltet, vielleicht nachher. Deine Tochter hat sich hier reingeschlichen, heimlich und obendrein noch barfuß. Ja und? Hat die vielleicht den Apparat kaputt gemacht, weil sie keine Strümpfe anhat? Dass du von technischen Dingen nichts verstehst, nimmt dir keiner übel. Aber dann solltest du wenigstens glauben, wenn ein Fachmann was sagt. Das wusste ich ja nicht. So ein Unsinn. Erstens habe ich keine nassen Füße und zweitens kann dadurch kein Fernseher kaputt gehen. So ein Quatsch! Wozu man dich auf die Schule geschickt hat, möchte ich auch mal wissen. All diese Entbehrung, da nicht mal so viel über Chemie gelernt, dass du die einfachsten Dinge im Leben kapierst. Hol mir mal einen Schraubenzieher. Was? Hol mir mal einen Schraubenzieher. Sag bloß, du willst da selbst rangehen. Halt die Klappe und tu, was ich dir sage, oder? Besser, bring gleich den ganzen Kasten mit. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hast du überhaupt schon mal die Rückwand abgemacht von unserem Fernseher? Da brauchst du doch einen Schaltplan, den braucht jeder Experte. Um zu sehen, ob da ein Draht durchgeschmort ist oder nicht, brauche ich keinen Schaltplan. Und dieser Apparat ist nicht von vor der Woche, den haben keine Türken oder Chinesen zusammengekloppt. Der ist noch aus den ersten Jahren. Also stabile deutsche Wertarbeit. Ja, das stimmt. Ein bisschen alt ist er wirklich. Ja, aber gerade die Alten halten länger als die Neuen. Vielleicht denkst du mal darüber nach, wie lange dein Abendkleid gehalten hat. Und das noch von vor dem Krieg. Und wenn du dir heute was kaufst, dann platzen dir morgen schon die Nähte. Mit allen neuen Sachen so. Das habe ich auch nur einmal angehabt. Gerade Sachen, die man ständig trägt, halten eben noch länger, weil halt eben alles in Bewegung bleibt. Wenn du ein Auto 2 Jahre auf die Straße stellst, ohne es zu fahren, dann ist es nach 3 Monaten kaputt. Wenn du es aber doch nicht so ein Monster, ich habe gesagt, bring den ganzen Werkzeugkasten mit. Mit so einem Schraubenzieher kann man Öltanker reparieren, aber keine hochempfindlichen elektronischen Geräte. Ich habe keinen anderen gesehen. Da soll ich etwa selbst in die Küche gehen? Ich gehe schon. Willst du einen ganzen Kasten haben? Ich will einen kleineren Schraubenzieher haben. Ob du nun deshalb den ganzen Kasten herbringen musst oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht entscheiden, musst du schon selbst rausfinden. Dass hier immer aus Mücken Elefanten machen müssen. Eine kleine Reparatur wird hier zur Staatsaktion.
Ich würde da jedenfalls nicht selber rangehen. Ja, weil ihr nicht mehr gewohnt seid, selbst in die Hände zu spucken. Euch fällt ja alles in den Schoß. Meine Mutter hat noch das Brot selbst gebacken. Fernseher ist auch kein Backofen. Ich würde da auch nicht rangehen. Ja, du hast es nötig. Durch deine Schuld ist er ja kaputt gegangen. Außerdem kannst du ja wohl den Backofen immer noch nicht richtig bedienen. Wenn ich an das Zeug denke, was du da neulich Kartoffelsalat genannt hast, wird mir jetzt noch schlecht. Da muss man sich ja noch nachträglich wundern, dass du dich so vollgehauen hast damit. Drei Teller hast du leer geputzt. Wenn man hungrig ist, dann frisst man sogar deinen Kartoffelsalat. Außerdem macht man Kartoffelsalat nicht im Backofen. Ja. Normalerweise nicht, das weiß ich selbst, aber deiner hat so geschmeckt, jedenfalls das Zeug, was du so genannt hast. Das, was du so nennst, ist ja wohl kein Salat, sondern Pampe. Damit kann man Wände verputzen. Du, mit Mayonnaise und so macht ihn deine Mutter und so ist es richtig. So essen ihn Gourmands, zum Beispiel in Paris. Warst du schon mal in Paris? Ob ich schon mal in Paris war? Ich bin Pariser. Halber Pariser. 2 Jahre habe ich da gelebt. Du in Paris? Ja, klar. Und deshalb weiß ich sozusagen authentisch, wie man Kartoffelsalat macht. Und das eben genauso, wie ihn deine Mutter macht. Und so ist richtig. Möchte bloß mal wissen, wo die bleibt. Jedenfalls höre ich bei dieser Gelegenheit endlich mal, dass du Mutti lobst. Ja, wenn sie nicht im Zimmer ist. Else! Ach, eine dumme Kuh ist das. Immerhin wäre es ihre Pflicht gewesen, auch dir beizubringen, wie man kocht. Aber nicht mal das hat sie fertig gebracht. Du, wenn ich daran denke, dass du essen musst, was meine Tochter kocht, wenn ihr... Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Mal euren eigenen Haushalt habt, da tust du mir jetzt schon leid. Ja, du darfst nicht vergessen, die Essgewohnheiten haben sich verändert. Da ist ein neues Problembewusstsein entstanden. 5000 Jahre lang haben sich die Menschen so ernährt, wie ich es heute noch tue. Und das soll jetzt auf einmal alles falsch sein? Auf alle Fälle isst man heute gesünder als früher. Gesünder als früher? Früher sind die Leute gestorben, weil sie vielleicht zu wenig gegessen haben. Da war was knapp oder verdorben. Schlechte Ernte oder schlechte Jagd oder so. Keine Fische auf See wegen Stürme. Aber heute sterben die Leute, weil sie zu viel essen. Weißt du, wie viele Menschen sterben, weil sie zu viel essen? Millionen. Alle überfressen. Ich kenne die Statistiken. Na, das kann auch Veranlagung sein. Das sieht man ja an dir. Wenn alle Leute so viel essen würden wie du, würden die durch keine Tür mehr passen. Tut mir leid, ich kann ihn nicht finden. Was kannst du nicht finden? Den Werkzeugkasten. Was heißt, du kannst ihn nicht finden? Ich weiß nicht, wo er ist. Na, da, wo er hingehört. Wo denn sonst? Da ist er eben nicht. Wo gehört er denn hin? Das musst du doch am besten wissen. Immer ich. Weil du ja gerade vorhin den Schraubenzieher draus rausgenommen hast. Er lag in der Küchenschublade bei den Messern. Wie kommt der Schraubenzieher zu den Messern? Ein Messer gehört in die Küchenschublade, richtig? Ein Schraubenzieher ist ein Werkzeug, also gehört er in den Werkzeugkasten. Und wenn man ihn dann braucht, muss man nicht lange suchen, sondern weiß, wo er ist. In der Küchenschublade. Wenn ich das richtig sehe, dann geht es doch im Moment darum, dass keiner weiß, wo der Werkzeugkasten ist. Falsches gesagt? Ach, dem kann man doch gar nichts Richtiges sagen. Ich möchte nicht, dass du so über deinen Vater sprichst. Jedenfalls nicht, wenn er nicht da ist. Und? Oh. Der wird doch nicht in die Kneipe gehen? Vielleicht sucht er da den Werkzeugkasten. Hat er nicht gestern dein Fahrrad repariert? Im Gegenteil. Vorher konnte ich jedenfalls noch fahren. Da war nur der Rücktritt nicht in Ordnung. Das heißt, der Rücktritt war in Ordnung. Ich musste mit der Handbremse bremsen. Nee, der war nicht in Ordnung. Aber jetzt ist es völlig auseinandergenommen und liegt zerlegt im Keller. Na, dann wird doch der Werkzeugkasten sein. Natürlich. Da hat er ihn vergessen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe mir heute Morgen beinahe die Knochen gebrochen, weil ich drüber gestolpert bin. Warum hast du ihn denn da nicht mit hochgebracht? Ich dachte, er braucht ihn heute wieder. Hätte er ihn gesucht. Das kommt davon, wenn man seine Sache nicht wieder wegräumt. Aber was willst du damit sagen? Gar nichts. Aber mir ist eben eingefallen, wo der Werkzeugkasten ist. Und darauf habe ich nur gewartet. Ich repariere dir dein Fahrrad und das ist der Dank. Er war im Keller. Ich muss ja einen Hammer haben, dass ich mich über deine Undankbarkeit noch aufrege.
In 20 Jahren Ehe hätte man sich ja wohl an solche Gemeinheiten gewöhnen müssen. Manchmal sind es 25 Jahre. Ja, noch schlimmer. Silberne Hochzeit. Bild dir bloß nicht ein, dass das gefeiert wird. Was für ein Wunder. Das ist ja gewissermaßen schon ein Wunder, dass man es mit dir so lange aushält. Du mit mir. Das Wunder ist, dass ich mit dir verheiratet bin, da seit 25 Jahren. Jeden Abend wundere ich, dass ich mich überhaupt noch hier bin. Ja, es ist wirklich komisch. Ich wäre an deiner Stelle schon längst zu meiner Mutter zurückgegangen. Zu deiner Mutter? Was hält dich denn eigentlich wirklich hier? Etwas, was du gar nicht kennst. Das hörst du vielleicht heute zum ersten Mal. Und das heißt Pflicht. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorget für euch. 3. Korinther. Ebenfalls Neues Testament ganz hinten. Ganz vorn. Quatsch. Ich bin auch groß geworden, als Vaterlandsliebe und Respekt von den Eltern was Heiliges war. Wie viel ist die Uhr? 8:30. Warum? Ja, dann wäre ich euch dankbar, wenn ihr mich jetzt nicht stören würdet, damit ich in Ruhe eben schnell den Apparat reparieren kann. In einer halben Stunde fängt das Eishockey an. Wovon interessierst du dich denn für Eishockey? Weißt du ganz genau, dass ich früher selber gespielt habe. Du Eishockey? Das höre ich zum ersten Mal. Na klar, ich war sogar Bulli-Spezialist. Bulli heißt das. Wenn dein Bulli fällig war, dann musste ich ran. Du, bei deiner Figur? Ich hätte ja auf Kunstlauf getippt. Vielleicht hat er das auch gemacht. Na, wenn schon, na klar. Habe ich auch gemacht. Das ist gar nichts, um damit groß anzugeben. Und ich will euch ja sagen, warum. Weil früher der Sport noch was war, was man aus Spaß gemacht hat. Ne? Zum Vergnügen hat man Sport betrieben und nicht wie heute, um da Millionen mitzuscheffeln. Da gab es keinen Sport, wo man auch nur eine Mark für gekriegt hätte. Nicht mal Boxen. Du, die größten Kämpfe, das waren Weltmeisterschaften. Die wurden gemacht, weil es den Jungs Spaß gemacht hat. Irgendwo in einer Turnhalle. Ein paar Leute aus der Nachbarschaft haben zugeguckt, das war alles. Da war kein Radio dabei und kein Fernsehen. Das war ihm nur Vergnügen und nicht wie heute. Pass mal mit an. Willst du im Ernst wirklich selbst dran gehen? Kann man mal eben Monteur anrufen. Ja. Wann kommt der? Moment. Wann kommt der? Sagt vielleicht, jawohl, ich komme und dann sitzen wir rum und lauern und der kommt nicht. Und was kostet das dann, wenn der kommt? Meinst du, deine Tochter bezahlt den, wo sie doch den Apparat kaputt gemacht hat? Na, wenn keiner kommt, braucht man doch nicht zu bezahlen. Oder doch? Das kann dir aber wesentlich teurer kommen, wenn du da selbst rangehst, als wenn da ein Fachmann repariert, der sich auskennt. Nur da kommt kein Fachmann. Entweder schicken sie dir einen Lehrling oder irgendeinen Perser, der bestenfalls ein Loch im Zelt reparieren kann, aber so. Außerdem ist da meistens nur ein Drahtlocker und das kann sowieso jeder Idiot reparieren. Wirklich? Dann bist du ja der Richtige. Du, warte, ich zieh mal eben den Stecker raus. Ja, was für ein Stecker? Besser die Sicherung. Ja, das könnte euch so passen. Da wird kein Stecker ausgezogen und es wird keine Sicherung rausgeschraubt. Meinst du, ich kann hier reparieren, wenn es dunkel ist? Die Sicherung von den Steckdosen ist extra. Davon geht das Licht nicht aus. In diesem Staat weiß man nie, wann das Licht ausgeht. Ich bin ja schließlich kein Uhu, der nur was sehen kann, wenn es dunkel ist. Du meinst dich eine Fledermaus? Ich meine ein Uhu. Michael, wer kann nachts sehen? Ein Uhu oder eine Fledermaus? Ich hab von sowas keine Ahnung. Aber wenn Rita sagt, dass das Licht sowieso nicht ausgeht, dann ist es auch egal, ob es eine Fledermaus ist oder ein Uhu. Du, das ist überhaupt nicht egal. Du könntest ja ausnahmsweise mal einen Kompromiss machen. Wie wär's, wenn du sagst, du bist eine Eule? Wieso bin ich eine Eule? Ja, keine Eule natürlich. Ich bin ein Uhu. Oh, lass mich doch arbeiten. Du, da steht übrigens drauf, dass man vor dem Abnehmen der Rückwand den Netzstecker rausziehen soll. Was für ein Netzstecker? Ja, den Stecker eben. Du, wenn da steht Netzstecker, dann meinen die auch den Netzstecker und nicht einfach den Stecker. Und dann steht da noch, dass sowas nur von geschultem Personal geöffnet werden soll. Ja, so geschult wie die bin ich schon lange. Aber wenn die das extra raufschreiben, nur geschultes Personal. Das ist eine ganz alte Masche, da schreiben die überall drauf, um die Reparaturkosten zu kassieren. Das kenne ich doch. Kannst du dich doch daran erinnern, an unser altes Grammophon, das wollte nicht mal mehr ein Spezialist reparieren. Und wer hat es repariert? Moi. Ja, der wollte es nicht reparieren, weil es sich nicht mehr gelohnt hätte, hat er gesagt. Habe ich es repariert oder nicht? Das ja, aber dann hast du es verschenkt. Du weißt hoffentlich, dass da Hochspannung drin ist.
220 Volt, mehr geht der wohl nicht rein. Zieh doch lieber einen Stecker raus. So ein Blödsinn. Wenn der Stecker draus ist, ist da kein Licht drin. Und dann sehe ich auch nicht, wo er kaputt ist. Wer war das? Wer hat das Licht ausgemacht? Ja, niemand. Das war wohl ein Kurzschluss. Wer hat den Kurzschluss gemacht? Ich verlange eine ehrliche Antwort. Ich vielleicht mit meinen nassen Füßen. Ich gehe mal nach den Sicherungen gucken. Guck da mal aus dem Fenster, ob es bei den anderen auch dunkel ist. Wahrscheinlich streiken die Leute vom Elektrizitätswerk. Die streiken doch heute schon, wenn es 2 Tage hintereinander regnet. Also bei den anderen ist alles hell. Ja, hier auch. Ich gehe vorsichtshalber meine Taschenlampe holen. Die Hauptsicherung. Das verstehe ich nicht. Hattest du irgendwas eingeschaltet, das Bügeleisen vielleicht? Das Bügeleisen? Warum soll ich das Bügeleisen einschalten? Ich habe doch gestern den ganzen Tag gebügelt. Ja, vielleicht hat irgendjemand wieder den Toaströster brennen lassen. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Aber übrigens, die Sicherungen sind alle. Ich meine, falls du noch mal rangehst. Du, das war nur ein kurzer Warnstreik. Ich gehe lieber, sonst explodiert hier alles. Niemand hält dich. Hä? Du, das... Siehst du? Das sieht doch noch nach was aus. Da kriegt man noch was für sein Geld, hä? Was meinst du? Wo geht denn da der Strom rein? Was meinst du? Ich glaube, hier geht das Kabel lang. Und dann... Ja, das hier geht zum Schalter, ja? Guck mal. Und dann... Ja, wo geht denn das andere Ende hin? Ich glaube, ich muss das hier auch noch abmontieren. Das sind gedruckte Schaltungen. Da kann man sowieso nichts abmontieren. Du, entweder ist da ein Draht locker oder nicht. Das merkt man, wenn man so ein bisschen an der Röhre wackelt. Hast du Angst? Sag Bescheid, wenn du was siehst. Jetzt! Ich sehe nicht. Und jetzt? Auch nicht. Sag mal, ist der Apparat überhaupt eingeschaltet? Nein, wieso? In Ordnung. So, dann wollen wir mal. Der Apparat läuft wieder, habe ich gesagt. Was? Der funktioniert wieder. Voila! Dasselbe sagen würden oder öffentlich dasselbe. Was war denn? Nichts Besonderes. Ich glaube schon, dass nach den Verträgen. Ja, was hast du denn gemacht? Das, was dort persönlich. Du hast da dabei gestanden. Du, ich wasche mir jetzt mal die Hände. Wenn du willst, kannst du den Deckel wieder anmontieren, oder? Hast du immer noch Angst? Kommen Sie doch bitte rein. Da ist der Verrat. Na, was ist denn los mit dem Vogel? Also, Sie wollten wohl gerade selbst den Deckel abmachen. Na, da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Oder sind Sie Hochfrequenztechniker? Nein. So ein Fernseher ist das komplizierteste Gerät, was als Konsumgut überhaupt produziert wird. Haben Sie so einen Apparat schon mal von innen gesehen? Wo ist denn Alfred? Der wollte ihn nämlich selbst reparieren. Der Apparat geht wieder. Na, ich denke, der ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt, ja. Nein, das sah nur so aus. Ja, man muss doch wissen, ob ein Fernseher in Ordnung ist oder nicht. Na, darf ich mal? Na, das ist auch schon ein ziemlich altes Modell. Mein lieber Vater, der geht ja noch mit Kabit. Naja, aber wenn man keine hohen Ansprüche mehr stellt... Spenden. Ja, ist ein bisschen verzerrt, aber so das wieder hinzukriegen, würde den Allerdings Aufwand nicht lohnen. Kann man gerade bei Spendenaktionen immer wieder feststellen... Wieso ist ja auf einmal wieder in Ordnung?
Weiß ich doch nicht. Da war er nur kaputt, oder nicht? Der Frage in natürlich! Sag doch mal, Michael, der war doch kaputt. Deshalb habe ich doch bei Ihnen angerufen. Das hätte ich ja sonst wohl gelassen. Auf alle Fälle lief er plötzlich wieder. Naja, das kann manchmal vorkommen. Sicher irgendein Wackelkontakt. Das kann allerdings jeden Moment wieder auftreten. Wenn Sie wollen, kann ich das ja mal überprüfen. Ja, das könnte Ihnen so passen. Rita sagt, du hast einen Klempner bestellt. Sind Sie das? Mhm. Ich dachte, der Apparat... Ja, wenn du schon anfängst zu denken, also wie Sie sehen, gibt's hier nichts zu verdienen. Ich habe Sie nicht bestellt. Meine Frau wird sich bei Ihnen entschuldigen. Der Fall ist erledigt. Ja, aber da ist ein Wackelkontakt, sagt er. Ich meine, wo er doch nur schon mal da ist, wäre es doch besser, gleich alles richtig in Ordnung bringen zu lassen. Da ist nichts in Ordnung zu bringen zu lassen. Geh mal weg. Ich habe den Apparat repariert und wenn er wieder kaputt gehen sollte, werde ich ihn nochmal reparieren. Aber das glaube ich nicht, denn was ich mache, mache ich ordentlich. Ich habe nämlich noch gelernt, ordentlich zu arbeiten. Das ist doch... Du solltest dankbar sein, dass Danke. Der Herr sofort gekommen ist. Leute, die abends noch arbeiten, bei denen ist immer was faul. Entweder Ersatzleute oder sie arbeiten schwarz. Da kannst du nichts vormachen. Wenn einer tagsüber seine Pflicht tut, dann braucht er abends nicht mehr auf die Dörfer zu gehen. Mein Mann meint das nicht so. Er ist im Moment ein bisschen gereizt. Na, mir ist das doch egal. Was schreiben Sie denn da? Die Rechnung. Man hat mich bestellt und ich bin gekommen. Das macht 20 Mark. 20 Mark? Wofür? Dafür, dass Sie sich hier aufwärmen? Sie haben einen kleinen Frosch im Hirn. Für einmal guten Tag sagen, bezahle ich doch nicht 20 Mark. Hat man sowas schon gehört? Tja, ich glaube, die musst du aber doch zahlen. Der Mann ist schließlich bestellt und dann ist das so üblich. Ja, bei mir ist das nicht üblich, dass Dienst am Kunden bezahlt wird. Ich kann sich auf den Kopf stellen. Von mir aus kriegen Sie keinen Pfennig. Sagen Sie, wie heißt denn Ihre Firma überhaupt? Naja, haben Sie gar keine Lizenz, Mann. Weiß ja, wer sich da alles an Reparaturen gesund stoßen will. Da werden einfach Röhren ausgetauscht. Neue werden aus dem Apparat rausgenommen und alte werden reingesetzt, die höchstens noch 14 Tage halten. Mir können Sie nichts vormachen. Ich komme selbst aus dem Arbeitsleben. Das ist streng genommen nicht nur Betrug, sondern schwerer Raub. Naja, es gibt in jedem Beruf schwarze Schafe. Allerdings gibt es das. Und packen Sie Ihre 7 Sachen, verschwinden Sie aus meinem Haus und hole ich die Polizei wegen Hausfriedensbruch. Und dann können Sie noch froh sein, wenn ich Sie nicht erschieße. Weil ich nämlich dazu berechtigt bin, aus Notwehr. Da kriege ich höchstens eine Ermahnung. Ich habe hier unterschrieben. Ist das richtig? Ja, hast du ihm Geld gegeben? Geben Sie sofort das Geld wieder her. Wieso gibst du ihm Geld? Das ist mein Geld. Das wird nicht zum Fenster rausgeschmissen. Wenn du denkst, dass ich das durchgehen lasse. Ja, der Mann hat Anspruch auf das Geld. Auf mein Geld? Ich habe niemand bestellt, also muss ich niemand bezahlen. Das sagt sogar dein eigener Bundeskanzler. Keine Leistung, kein Geld. Da kommt ein bisschen spät von dem Jungen, aber ich anerkenne an, wenn einer seine Fehler bereut. Außerdem habe ich ja wohl ausdrücklich gesagt, dass ich den Apparat allein reparieren kann und das habe ich ja wohl auch getan. Ist er wirklich wieder in Ordnung? Natürlich ist er wieder in Ordnung. Was war denn damit? Ja, es hätte sowieso keinen Zweck, dir das zu erklären. Davon verstehst du nicht. Oh. Dann nichts. Können wir auch den Film sehen. Der Apparat wird erst angeschaltet, wenn das Eishockey läuft. Es läuft ja schon. Also gut, mach ihn an, meinetwegen. Nee! Lass du mal lieber deine Finger davon, das mache ich selbst. Und Harlamov. Dieses Tor lag förmlich in der Luft. Ja.